Eröffnung der Schnellbahnstrecke am 8. Dezember 2017. Der erste Zug zwischen München und Berlin fährt pünktlich ein. Das Projekt Deutsche Einheit Nummer 8, kurz VDE 8, 1991 vom Bundestag beschlossen, ist in Betrieb. München-Berlin in weniger als 4 Stunden Fahrzeit verbunden. Hinter allen Beteiligten liegen viele Jahre, in denen es nicht nur darum ging, bautechnische Probleme zu lösen, sondern auch die Bevölkerung und viele Interessensgruppen mitzunehmen. Ohne die Betroffenen und Beteiligten geht es nicht. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Und deswegen muss ich immer wieder betonen, das Verständnis, was uns entgegengebracht wurde, ist schon herausragend gewesen. Besonders beim Kernstück, das bisher fehlt, die Neubaustrecke VDE 81 zwischen Bamberg und Erfurt durch Oberfranken und den Thüringer Wald. Ich denke, dass wir immer rechtzeitig alle Beteiligten einbezogen haben und informiert haben über das Ausmaß der Eingriffe und über die Kompensationsmöglichkeiten. Das hat dazu geführt, dass auch dort ein Vertrauensverhältnis entstanden ist. Im Planfeststellungsverfahren hatte sich die Variante mit der kürzesten Verbindung durch den Thüringer Wald durchgesetzt. Möglichst wenig Fläche wird beansprucht, ökologische Zusammenhänge so wenig wie möglich beeinflusst. Fast die Hälfte der 107 Kilometer Neubaustrecke VDE 81 verläuft entweder in einem der 22 Tunnel oder auf einer der 29 Brücken. Eine der größten Ingenieurleistungen Deutschlands der letzten Jahre. Wo heute eine fertige Schnellbahn- und Güterzugstrecke ist, sind ab 2006 in einem Warenkraftakt Trasse, Tunnel und Brücken errichtet worden. Eine Phase, in der die Arbeit von Geologen wie Bodo Kind ausschlaggebend ist. Ich kenne eigentlich jedes Bauwerk hier. So ein Großprojekt, da brauchen wir kein Hehl draus machen, das geht schon ein bisschen auch an die Substanz. Also man muss das mit Herzblut machen, aber auf der anderen Seite macht das richtig Spaß. Auch der Bau der Brücken folgt den ökologischen Grundsätzen. Sie überspannen technisch teils in Rekordspannweiten die Täler, um den Talraum nicht zu beeinträchtigen. 270 Meter beträgt die Bogenstützweite der Grümpentalbrücke in Thüringen. Spektakulär die Sprengung der Hilfsstützen, die für den Bau des Bogens benötigt wurden. Die benachbarte Talbrücke Froschgrundsee in Bayern hat die gleiche Bogenstützweite. Zusammen sind Grümpental- und Froschgrundseebrücke die am weitesten gespannten Eisenbahn-Betonbogenbrücken Europas. Zusammengerechnet sind es 12 Kilometer Brückenlänge auf der Neubaustrecke VDE 81. Die Ilmtalbrücke ist die längste mit knapp 1,7 Kilometer. Bevor die Brücken in Betrieb gehen, werden sie noch einmal streng kontrolliert, wie hier die Dunkeltalbrücke bei Goldestal. Ein spezielles Ingenieurteam untersucht jeden Zentimeter der Betonaußenflächen auf Risse und Besonderheiten und dokumentiert diese. Es ist ordentlich gebaut worden. Es gibt natürlich den ein oder andere Sache, die muss nachgebessert werden. Aber dazu ist ja auch diese Begutachtung da, dass man solche Sachen vor der Inbetriebnahme dann noch regeln kann. Der Bau der Tunnel, eine geologisch anspruchsvolle Aufgabe. Jedes Gestein ist anders. 8 Bauwerke entstehen in Bayern, 14 in Thüringen. Sie haben eine Gesamtlänge von 41 Kilometern. Die Mineure haben sich mit Abbauwerkzeugen und Sprengungen durch den Berg gearbeitet. Bergmännische Bauweise heißt das in der Fachsprache. Bagger tragen das Material ab. Die Ausbrucharbeiten laufen durchgängig 24 Stunden am Tag. 5,40 Meter schaffen die Mineure im Schnitt. Jeder Tunnel hat als Schutzpatronin die heilige Barbara und eine Tunnelpatin wie Ilse Press. Jeder Tunnel wird nach der Tunnelpatin benannt, vom Anschlag bis zum Durchschlag. Solange hieß er Ilse-Tunnel und nach dem Durchschlag ist es der Tunnel Feuerfelsen. Es ist ein ganz toller, feierlicher Moment, wenn der Vorarbeiter herauskrabbelt aus seinem Tunnelloch und er sagt, wir haben es geschafft. Tunnel Höhenberg in Bayern im August 2012. Der letzte Tunnel der Neubaustrecke ist durchschlagen. Danach erhalten alle Tunnel eine zweite Betonschicht, wie hier im Blesbeck-Tunnel.
Er ist mit 8,3 Kilometern der längste Tunnel der Neubaustrecke, der drittlängste in Deutschland. Er unterquert den Rennsteig. Im Mai 2013 sind alle Tunnel im Rohbau fertig. Wir hatten in der Spitzenzeit noch mit der neuesten Tunnelvortiefe gleichzeitig gefahren. Und das muss erstmal zeitig und nachgeordnet werden. Zum Schluss müssen dann noch die ganzen Kabel und alles zusammenpassen, nicht ganz so einfach. In jedem Tunnel gibt es Notausgänge, die über ein System von Rettungsstollen und Rettungsschächten erreichbar sind. Außerhalb befinden sich Rettungsplätze, auf denen auch Hubschrauber landen können. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept, hier dargestellt am Beispiel des 7,4 Kilometer langen Silbergbergtunnels. Fortschrittlich auch die Haubenbauwerke an den Tunnelportalen des Silbergbergs und Blessbergtunnels. Fährt ein Zug mit hoher Geschwindigkeit in einen Tunnel, schiebt er die Luftmassen vor sich her. Am Ende der Röhre kann es so zum sogenannten Tunnelknall kommen. Die Haubenbaumwerke an den Ein- und Ausgängen verhindern dies. Sie wirken wie Schalldämpfer, da in ihren Lücken die Luftmassen verwirbelt werden. Damit auf der Strecke Geschwindigkeiten bis 300 km/h gefahren werden können, verlegen die Bauarbeiter auch im Tunnel die sogenannte feste Fahrbahn. Vorgefertigte Betonplatten, die millimetergenau aneinandergereiht werden, wie Dominosteine. Exakter, günstiger und wartungsärmer als herkömmlicher Gleisbau. Die Strecke wird ausgerüstet. Die Masten nehmen die Oberleitungen auf. Der Fahrdraht wird mit Spezialfahrzeugen verlegt und kontrolliert. Die Energie kommt aus dem Bahnstromnetz. Dazu sind 58 Kilometer neue Leitungen gebaut worden. Die Bahn erzeugt eigenen Strom. Auch Wasserkraftwerke existieren, wo wir den Strom herbeziehen. Und die sind entsprechend ranzuführen über eigene Leitungen. Das, was aus der Bahnstromleitung kommt, ist eine recht hohe Spannung. Und die Spannung wird nach unten transferiert, sodass der Zug eine gleichmäßige 15.000 Volt Spannung zur Verfügung hat, um fahren zu können. Elektronische Stellwerke ESTW sind im Einsatz. Die Fahrstrecken werden von Fahrdienstleitern in den Betriebszentralen Leipzig und München gelegt. Auch an den anderen Streckenteilen der VDE 8 wird zum Teil noch intensiv gearbeitet. An der Ausbaustrecke VDE 8.1 ist zwischen Hallstatt und Ebensfeld bereits eine viergleisige Strecke entstanden, unter anderem mit einem sogenannten Überwerfungsbauwerk. Auf der Ausbaustrecke VDE 8.2 zwischen Erfurt, Leipzig, Halle läuft seit Ende 2015 der Verkehr reibungslos. Zwischen Halle und Berlin auf der VDE 8.3 ist auf einem Teilstück noch einmal die feste Fahrbahn erneuert worden. Im Eisenbahnknoten Leipzig wird eine schnelle Anbindung an die VDE 8 geschaffen. Im Knoten Halle ist noch mehr bewegt worden. Die gesamte Bahnhofsostseite wird neu gebaut. Brücken werden zusammengefahren. Das Bauwerk wird soweit vorbereitet, wird eingeschoben. Die Hinterfüllung wird aufgebracht, eingebracht. Und das geht natürlich nur 24 Stunden am Stück. Und bin dann schon als Werkstudentin im Knoten Leipzig tätig gewesen und danach in den Knoten Halle gekommen und habe dann dieses Projekt übernommen. Sicherlich mit viel Verantwortung, aber auch viel Spaß und ein schönes Projekt. So sieht das dann aus, wenn alles fertig ist. Eröffnung zusammen mit dem Oberbürgermeister. Die Bahn hat einen erheblichen großen Anteil am Aufschwung der Stadt Halle und die Zusammenarbeit mit dem Team der Deutschen Bahn ist hervorragend. Der Knoten Erfurt ist fertiggestellt, das neue ICE-Drehkreuz. Der Blick geht nach vorne, ICE City soll am Bahnhof entstehen. Erfurt ist ja eine sehr historische Stadt. Wir haben ja den größten erhaltenen Altstadtkern einer deutschen Großstadt. Und jetzt in dem Bereich der Stadt wird Moderne entstehen. Für die gesamte Strecke gibt es auch einen ökologischen Plan. Bäume und Sträucher werden als Kompensationsflächen gepflanzt, als Ersatz für das, was dem Streckenbau weichen müsste. Insgesamt auf rund 4000 Hektar Fläche. Lärmschutzwände sind so angelegt, dass überall an der Strecke die gesetzlich zulässigen Lärmpegel eingehalten werden. Empfindliche Ökosysteme bleiben intakt oder werden aufgewertet. Unter anderem beweiden Schafe Orchideewiesen im Unstruttal. Biotope werden neu modelliert. Also die Highlights im Projekt waren schon diese großflächigen Landschaftsumgestaltungen, wie wir sie in der Flutmulde gemacht haben, Flutmulde Maintal und eben auch Mainschleife Ebing am Main lang, weil einfach aufgrund der Dimension und aufgrund der vielfältigen neuen
Flächen und neuen Biotope, die damit entstehen. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Letztendlich gibt einem das natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn sowas die Tiere sich wieder einstellen oder sogar vor Ort verbleiben. Und das sozusagen bestärkt einen dann, dass man mit seiner Arbeit nicht ganz daneben gelegen hat. Vor der kommerziellen Inbetriebnahme stehen Testfahrten an, unter anderem die Hochtastfahrten. Der ICES, ein mit speziellen Prüfgeräten ausgerüsteter Zug, tastet sich nach und nach an die Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h heran. Ein weiterer Schritt, Testfahrten für das neue Zugsicherungssystem ETCS. Es gibt keine wartungsaufwendigen Streckensignale mehr. Stattdessen ortet sich der Zug selbst über das Eisenbahnfunknetz GSMR und den ständigen Datenaustausch zwischen elektronischen Meilensteinen, den Eurobalisen, Strecken und Betriebszentralen und Lokführern. Eine digitale Standardtechnik, die für Neubaustrecken in Europa vorgeschrieben ist. Auch das Notfallkonzept wird mit simulierten Unfällen noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, wie hier auf der rund 800 Meter langen Froschgrundseebrücke oder im 8 Kilometer langen Blesbergtunnel. Inzwischen sind tausende Rettungskräfte geschult und vorbereitet. Die Bahn übergibt den Feuerwehren 8 spezielle Einsatzwagen. Wir haben eine stetige Steigerung gehabt in den Einsatzübungen. Das Einsatzkonzept, was wir gemeinsam erstellt haben, ist absolut praxisnah. 50% der Strecke ist Talbrücke und Tunnel in der geballten Form. Mit dem Umfang an Rettungskräften, bis zu 5000 Rettungskräfte sind in den Übungen ausgebildet worden, haben hier draußen das Erlernte erprobt. Das ist einmalig in Deutschland. Kurz vor der Eröffnung werden Erinnerungen an den Beginn des Projekts wach, bei der Wegbereiterfahrt. Sie waren dabei, als Anfang der 90er alles begann. Unter anderem Professor Wolfgang Watzlaw, einer der ersten Projektleiter. Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt hier so unterwegs ist? Ja, ist natürlich schon eine gewisse Freude und Genugtuung, dass die Arbeit nicht umsonst war. Wir haben ja in der Anfangsphase doch kritische Momente gehabt. Also insgesamt ist das Projekt, ob das da war oder ob das hier ist, gut gelungen. Wir sind damals mit unheimlichem Elan 1992 an die Sache gegangen. Es gab Höhen und Tiefen, aber jetzt zum Schluss zu sagen, man war mal dabei, man ist dabei gewesen, man hat die Chance dabei gewesen zu sein, die ist toll. Dann der 8. Dezember 2017. Eröffnung der Strecke in Nürnberg. Der erste ICE mit prominenten Gästen auf der VDE 8 Nürnberg-Berlin. An Bord auch viele Mitarbeiter, die an dem Projekt beteiligt waren. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das hier in Betrieb nehmen können, dass wir so eine tolle Leistung gemacht haben als Projektteam. Und also Freude. Das ist ein I-Punkt im Eisenbahnerleben, ein Höhepunkt im Eisenbahnerleben. Man hat begleitet dieses Projekt nun schon seit der Anfangszeit im Grunde in verschiedenen Funktionen. Jetzt als Verantwortlicher für die Betriebsführung und das erfüllt mich immer wieder mit Stolz, wenn man sieht, dass sowas funktioniert. Viele Menschen sind im Zug, die diese besondere Mitfahrt gewonnen haben. Die Dame hat vorhin gerade gesagt, nur fliegen ist schön. Habe ich gesagt, das war einmal. Jetzt ist die Bundesbahn fahren nach Berlin. Das Ultimative. Ankunft in Berlin. Ein feierlicher Moment. Die Kanzlerin denkt an jene, die die Strecke gebaut haben. Und 4500 Mitarbeiter, ich durfte erst Herrn Drescher kurz kennenlernen. Ich sage danke dafür, dass Sie die 10 Milliarden Euro gut umgesetzt haben in etwas, was Menschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in Zukunft besser miteinander verbinden. Der Gesamtprojektleiter wird die Fahrt nach Berlin in besonderer Erinnerung behalten. Es war natürlich das Sahnehäubchen. Das muss man ganz klar sagen, weil da läuft natürlich vieles zusammen, was in den letzten Jahren so an einem vorbeigegangen ist. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn es dann funktioniert hat. Und ich bin stolz auf meine Kollegen und Mitarbeiter, dass wir das gemeinsam in der Zeit hingekriegt haben. Das Schlusswort an diesem Tag hat jemand ganz aus der Mitte des Projekts. Wir drücken im Motto, viele gute, fleißige Hände bereiten ein qualitäts- und termingerechtes Ende. Danke.